Absolute Hammer. Also ich hätte es nie gedacht. Das Baden in der Isar ist eigentlich kein Event, sondern das hat Tradition und diese Tradition muss fortgeführt werden. So viel zum Thema, es ist schweinegefährlich. Ja, das stimmt. Wenn man hier einen Einstieg schafft, dann ist es also ja, was soll ich sagen? Es ist natürlich eine wahnsinnig große Ehre, dass ich heute dabei war und das erste Mal diesen Streckenabschnitt der Isar seit 1839 mitbeschwommen habe und mitbeschwimmen durfte. Ich kann nur sagen, es war wahnsinnig schön. Ich meine, man sagt immer, München ist die nördlichste italienische Stadt und uns fehlt nur noch ein Meer, aber wir haben ja eigentlich die Isar und ich meine, so ein Bad in der Isar wäre einfach der absolute Hammer. In der gesamten innerstädtischen Isar ist das Baden eigentlich verboten. Und wir durften heute schon mal Probe schwimmen, und zwar im Bereich zwischen Reichenbach und Ludwigsbrücke. Und wir haben uns den Bereich ausgesucht, weil wir finden, dass hier ein Isarflussbad ziemlich viel Sinn macht. Hey, servus! Wir schreiben heute Geschichte. Am 3. Juli wollen wir das mit Ihnen und euch allen zusammen ausprobieren und wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr uns dabei unterstützt, wie auch immer ihr das wollt, indem ihr mitschwimmt, aber vielleicht auch, indem ihr die Aktion mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützt. Vielen Dank.